Also nochmals, wie man sieht, die Hightech-Systeme und Stationen ganz weit oben machen jetzt dunkel. Es ist gerade jetzt in diesem Zeitpunkt 18.07. 10 Uhr, 10 Uhr 16 dunkel geworden. Die Hightech-Systeme im unteren Bereich erzeugen den Strom hier zu sehen. Ja? Das sind alles Hightech-Systeme, Zentralen mit tausenden Personen, die verschiedene Zentralen von Autobahnen, Überwachung von Häusern, Wohnungen mit Hightech-Installationen wie bei mir, Giftgastötungen, Runterschleppungen von verschiedenen Zentralen. Ja. Dann gibt es noch die Hightech-Systemzentrale, Sommer-, Wintererzeugnis durch Umleitungen. Dann gibt es noch den Regen- oder auch den Schneeerzeugnis mit den Hightech-Systemzentralen oben. Ja. Dann ist nochmal etwas. Der Datum geboren, 1984. Ja. Frage Sie nochmals, was gab es im Jahr 1984 in der Schweiz oder in Europa? Gab es Europa überhaupt? Ja. Was gab es in der Schweiz und weltweit eigentlich in 1984? Ja. Was gab es da? Gab es einen Röhrenfernseher, einen großen Fernseher, vielleicht TV-Kabelanschluss oder Antenne und einen Stromanschluss? Ja. Sozusagen hätte ich Sie als Hightech-Ausrüstung der Gerichtshöfe, der Giftgaswohnungen mit Anschluss, Hightech-Anschluss, mit vielerlei Sachen, hätte ich Sie 1984, ja, nach digitalen oder auch Daten-File-Case-Abgabe, ja. Ich hätte Sie gefragt, 1984, ich möchte die Daten für die Anklageerhebung aus ihren Zentralen oder aus ihrem neuen Hightech-System daraus abgewonnenen Produktionen, Flughafen Zürich oder ganz woanders, dass man auch bestellt. Ja. Das bedeutet, ich frage Sie, ob ich die Daten 1984 haben kann. Sie fragen, was die Daten sind. Ja. Sie sind nicht nach Formularen, wie man das nennt. Formularen oder Papiere, die einen Unterschrift oder einen Datum mit Schreibmaschinen, ja. Oder auch damals noch Nähmaschinen, ja. Das bedeutet, ein Pass und Ausweis wurde in der Schweiz mit dem Namen Exilogane auf Deutsch ausgestellt, aber auch damals hatten die ein sehr gutes Stimmchen. Sie brauchten weder Identitäten, weder Registrationen dieser Art von Opfern, weder sonst. 1984 hätten sie nach den Daten der sogenannten Hightech-Zentralen unter dem Zürich Hauptbahnhof oder Flughafen Interpol, Europol Den Haag nachgefragt. Sie hätten behauptet, es gibt keine Daten. Heute habe ich einen Computer, einen Macintosh, einen Microsoft, Cyborgs, Roboter, Organroboter, Robotermenschen oder auch derartige Implantate mit Pulsadern als Bündel mittleren Gehirnteil raufgezogen mit diesen Sachen und das Gerät der Ambulanz, das man drauflegt, Körperorganen, Radiogeräusche und Magen-Darm, durch den Magen-Darm die Hightech-Sachen rein oder Penis, wie man das tut und hier das Gerät mittleren Gehirnteil durch. Die Muskulatur schmerzt, wird angestrahlt. Ja. Frage ich Sie nochmals, ja? Heute verstehen wir diese sinnvolle Logik von Pulsadern, Gehirnorganen, Kühlung durch Spritzladen im mittleren Gehirnteil, Hauptorganen, die hier gesehen sind, in der Mittelarten, mit Muskulatur oder auch in den Penis, die Organen, Genitalien, die mit Herzpulsadern damit nach oben gezogen werden als Bündel. Die Wahrnehmungsübertragung auf Computerzentralen, Roboter, Cyborgs, Robotermenschen, die wirklich real aussehen, als 3D-Drucken oder auch Zellen aus künstlichen Farbstoffen, Organen, die man mit diesen Metallstäbchen
auch Selbstprogrammierung echt aussehen lassen kann, mit Fingerabdruck nachahmen. Also diese Logik ist hier nicht schwierig zu verstehen. Die Hightech-Systeme im unteren Bereich oder da oben, zentral ist das Leiten, mit Religion, alles ist schwierig zu verstehen. Aber die Frage blieb 1984, ja. Die Frage nach Daten. Ja. Sie hätten mich im 1984 gefragt, es gibt keine Hightech-Zentral, es gibt Chemikalienfabrik. Ja. Und es gibt einen Radiosender seit Neuem mit Autos und Radioantrieb. Aber das, was Sie suchen als Computer mit Programmen, die ganze Analytik der Hirn, Körper, Wahrnehmung übertragen, Erinnerung, Video, Audio, Grafik, Intelligenzprogramme, Persönlichkeitssimulationen oder derartige Organimplantationen, das gibt es nicht. Ja. Das bedeutet, 1984 hätte ich eigentlich keinen einzigen Computer gefunden, ich hätte kein einziges Programm gefunden, nach dem World Wide Web seit 96 bei mir installiert, die sind am Flughafen weltweit. Diesen Implantaten und Internet, das ich habe, gab es damals nicht. Das bedeutet, damals legte man sich auf Formulare fest, auf einen Fotoapparat, ja, dass man bei der offenen Bahnhöfe oder Behörde fotografieren lassen musste mit einem Blitzer. Dann kriegte man ein Plastik-Fotopapier rüber, dann machte man den Stempel drauf. Ja. Aber jetzt muss man nochmal sehen. Man macht einen Stempel, ein Foto und einen Ausweis und einen Pass. Ja? Aber die haben als Berichterstattungsliteratur und Strafgerichter und Gerichtsgebäude mit diesen Gipfelabfälschungen und Verbohren Hightech-Installationen auch ohne Internet, Telefon oder TV. Und diese Person ist dieselbe Person von 1984, wobei es nur Formulare gab oder auch die alten Fahrzeuge. Mit dem schwarzen Benzinabgaben, mit den ältesten Giftgaswohnungen und heute mit Grenzzöllen, mit staatenlosen Ländern, weder eine Plage, weder Identitäten oder Registrationen für diese Opfer, zwecks den Profitzweck der Hightech-Implantate, Organ-Hightech, Organsubstanz-Hightech, da der Mensch eigentlich durch Hightech-Planetsystemen eine Produktion durch Laboren und Abgewinnung als sogenannte Hightech-Person das Leben tut in einem Hightech-System-Planet. Da verdient man ja gut, die sollten es nicht wissen. Ja? Ein krankhaftes, organisiertes, krankhaftes Verbrechen, das das geheim hielt. Ja? Aber jetzt frage ich Sie noch etwas. Sie haben verstanden, man unterschreibt Formulare oder stempelt mit einem Drucker den Datum drauf. Oder stempelt mit einem Ausweisfoto mit einem Fotopapier, dass man den Stempel drauf hat, hat Grenzzöller, Mauern, alles was man braucht. Ja? Aber knapp 40 Jahre später, was ich immer wieder wiederhole, ist, da kannte man Hightech, Technologie, Programm, Cyborg, Robotics, Hightech Systems für den Tag und Nacht, für die Strahlentechnologie. Vieles gab es gar nicht damals. Ja? Muss man sich jetzt vorstellen, ab 40 Jahren mit Prozessoren. Damals gab es den Data Case nicht, aber einige Formulare, Ausweis, Pass, staatenlose Stempel, Visum oder Garantie, aber lieber Niederlassung, Ausländerausweis gleich nicht auszuschieben. Und die dort bereichern sich davon mit einigen anderen Staaten und Ländern, diese Konsulate, die hier aufgeräumt haben, ohne Identität und Registration mit Hightech. Wie habt ihr davon verdient? Wie habt ihr hunderte Jahre aus diesen Produktionszentren verdient? Auch in der Schweiz hier. Mit den Albanern und der Rest davon. Wie habt ihr denn verdient, die Schweiz? Anklage. Auch jetzt wollen sie mit diesen Implantaten 40 Jahren Giftgaskammer. Ja. Erkenne ich Ihnen die einfache Logik dieser Implantate, die Audiografie-Programme aufspielen, Sprachsteuerung, ganzheitliche Prozeduren in einer einzigen Hauswohnung mit Hightech.
Wiederverhandlung. Wir haben diese digitalen Daten akzeptiert, was in 1984 nicht gab. Wir behaupten wollten, schauen Sie bei unseren Archiven nach. Wir haben Papiere und Fotos. Ja? Fotos braucht man nicht. Wir haben alle digitalen Daten. Aber da gab es 1984 die höchste Konfliktstrecke mit Hintergründen, mit Untergründen. Die man hier zu sehen bekommt, nach 40 Jahren Kipgas an. Ich muss Ihnen nochmal was sagen. Was käme Ihnen vor Kipgas? Das ist eine abgelehnte Produktion oder Hintergründe, die Sie geheim halten. Das ist also ein Vorhaben, das hat Heizung, der richtige Beute. Heizung, ohne eine Technologie, sozusagen Selbstverleugnung, das sie betreiben. Mit einem World Wide Web, Kabelanschluss, Flughafen, dass das weltweit ein persönlich-privates Leben mit geistig-körperlicher Empfindung, Video-, Audio-, Grafik-Unterhaltung während der Implantation mit tausend Sachen, jahrzehntelang, knapp 40 Jahre. Sie erinnern sich nochmals an die Formulare, an die Pass, Fotos, auf Papieren, mit dem Stempel. Und es gibt kein Computerprogramm, es gibt kein Roboter, es gibt kein dies, es gibt kein das. Jetzt die Veränderung, heute nach knapp 40 Jahren, die einfache, simple Implantation, Dosierung, Bestrahlung, Ladung, Steuerung, der elektronische Markt und die Hintergründe, die das Opfer wieder nicht wissen sollte, zu suchen. Wie damals diese Register, die identifikationslose Opfer, die nicht in der Schweiz, durch die Schweiz, ein exzellentes Laden auf Deutsch geschrieben haben. Das sind die Antworten.